Einem Forschungsteam aus Japan ist etwas Unglaubliches gelungen. Es hat die Superkräfte der Bärtierchen in menschliche Zellen eingeschleust. Sie überleben nämlich jede Katastrophe, egal ob radioaktiver Unfall, gigantische Chemiekatastrophe oder die komplette Austrocknung der Erde. Wie das genau funktioniert und ob wir jetzt alle Superhelden werden? Ein Video in Zusammenarbeit mit der mega coolen Zeitschrift Technology Review. Am Ende des Videos gibt's ein gratis Exemplar für euch als Geschenk. Klick zum Science and Fiction. Herzlich willkommen. Optisch gesehen sind Bärtierchen alles andere als außergewöhnlich. Sie sind verwandt mit den Gliedertieren, also beispielsweise den Spinnen. Man findet sie zwischen alten Blättern und Moos und um sie zu entdecken, brauchen wir eine Lupe. Sie sind etwa 1 Millimeter lang, haben einen rundlichen Körper und 8 Beinchen. Doch Forschungsteams weltweit sind mehr als angetan von diesen kleinen Kerlchen, denn sie sind wahre Überlebenskünstler. Weder lange Trockenheit noch Radioaktivität können ihnen etwas anhaben. Selbst wenn eine Chemiekatastrophe unsere Umwelt zerstören würde, wären die Bärtierchen wohl immer noch am Start und das wohl bei bester Gesundheit. Doch wie kann das sein? Wie sind diese Lebewesen in der Lage, quasi wieder aufzuerstehen, nachdem ihr kompletter Lebensraum monatelang ausgetrocknet war? Fest steht, die DNA tierischer Zellen ist dafür nicht ausgelegt. Bleiben wir beim Beispiel des Wasserentzuges. Die Molekülketten brechen bei derart lebensfeindlichen Bedingungen auseinander. Auch bei radioaktiver Strahlung, die in den Zellkern gelangt, sieht es schlecht aus für das Erbgut. Doch Bärtierchen überleben Strahlendosen, Achtung, bis zu 1000 Gray. Das ist absoluter Wahnsinn, wenn man sich mal überlegt, dass Helfer nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl bei Strahlendosen von 2 bis 20 Gray starben. Erst 2017 war ein Forschungsteam aus Japan dem Geheimnis der Bärtierchen auf die Schliche gekommen. Eine Schutzhülle rund um das Erbgut der Lebewesen fängt alle schädlichen Einflüsse ab. Dazu einer der beteiligten Forscher von der Universität Tokio, Takekazu Kuni-Eda. Sie können einfach so zwischen Leben und beinahe Tod hin und her wechseln. Das ist unglaublich. Konkret handelt es sich um ein Protein, das das Erbgut vor Schäden bewahrt, in der Fachsprache SUP genannt. Vorstellen kann man sich das tatsächlich wie eine Art Superhelden-Cape. An der DNA befestigt ist es durch elektrische Anziehung, aber das eben nur an der einen Seite. An der anderen Seite flattert es locker herum und sorgt so für den Schutz. Das hatten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei dem strahlungstolerantesten aller bisher bekannten Bärtierchen, dem sogenannten Ramazotis variornatus, herausfinden können. Und das Forschungsteam ging noch weiter. Das Ziel war es, diese Superkräfte auch auf menschliche Zellen zu übertragen. Gesagt, getan. Auch hier wurde das Erbgut mit dem entsprechenden Protein ausgestattet. Ja, und haltet euch fest, die so manipulierten Zellen lebten trotz einer tödlichen Bestrahlung von 4 Gray nicht nur weiter, sondern teilten sich sogar weiterhin. Ein wirklich vielversprechendes Ergebnis, was allerdings so nicht zu 100% auf den Menschen übertragbar ist, denn die für das Experiment genutzten Zellen wurden so verändert, dass sie eher Krebszellen ähnlich sind und nicht normalen Körperzellen. Doch der japanische Forscher Kuni-Eda ist dennoch optimistisch. Wenn wir verstehen, was Bärtierchen so stark macht, dann können wir diese Stärken später einmal auf weniger starke Spezies übertragen. Menschen eingeschlossen. Wow. Vielen Dank an die Redaktion von Technology Review für das Hammerthema und noch weitere unglaubliche Themen gibt es in dem Gratisheft, das ihr bekommt, wenn ihr da draufklickt. Also klicken und staunen, würde ich mal sagen. Und hier, darunter geht's weiter mit einem anderen coolen Thema von Technology Review. Dafür auch draufklicken. Mysteriöse Grauzone zwischen Leben und Tod. Wachkoma-Patienten bei Bewusstsein. Bis dann. Bleibt dran.